Heute am ersten Advent zünden wir die erste von 4 Kerzen am Adventskranz an. Habt ihr zu Hause auch einen Adventskranz? Die Kerzen zeigen uns, dass die Zeit voranschreitet, dass Weihnachten näher kommt. Aber wusstet ihr, dass der erste Adventskranz gar nicht 4 Kerzen hatte, sondern 24? Vor 180 Jahren hat ein Pfarrer den Kindern veranschaulichen wollen, dass die Zeit vorangeht und so 24 Kerzen auf ein großes Wagenrad gestellt und jeden Tag eine angezündet. Die Diakonie in Österreich hat eine Bastelvorlage zur Verfügung gestellt, wo man diesen Adventskranz so ähnlich nachbasteln kann. Vermutlich hat nämlich niemand von uns ein Wagenrad zu Hause. Deswegen kann man sich auf der Homepage von der Diakonie diese Bastelvorlage runterladen. Da seht ihr für jeden Sonntag eine Kerze, eine große, und 6 kleine Kerzen dazwischen. Ihr könnt also jeden Tag eine Kerze anmalen. Ich habe das bei mir schon gemacht. In Rot die erste Kerze für heute. Im originalen Adventskranz war das so, dass die Kerzen für den Sonntag weiß waren und für die einzelnen Tage rot. So habe ich schon mal vorgezeichnet, wie es am Ende aussehen kann. Ihr könnt die Vorlage nämlich zusammenkleben, ein Teelicht reinstellen und so leuchtet der Kranz schön. Oder ihr hängt es unzusammengerollt ans Fenster, dann kann man es nämlich leichter anmalen. Jeden Tag eine Kerze. Viel Spaß damit!